there is a need to challenge the balance of funding between the independent sector and the mainstream institutions. Nicht reagieren, sondern agieren. Yeah. Und das ist was, was ganz, ganz wichtig ist. Wenn wir Kulturpolitik machen, muss das Thema Diversität, muss das Thema Inklusion von vornherein mitbedacht werden. Ich glaube, es braucht eine Basis. Es braucht eine Basis an Ausbildung für Menschen mit Behinderung an städtischen Universitäten für Theater und Tanz. Weil nur mit dieser Basis kann ich es schaffen, in ganz normalen Kulturbetrieb zu gehen. Was genau ist der Arts Council in England und was ist dessen Aufgabe? Arts Council England is the national development agency for creativity and culture in the UK. Recover England. We provide two types of access support, particularly for disabled artists. Firstly, if a disabled artist is struggling to put their application in, we provide pre-application access support, and that allows somebody to work with a support worker to write up their application and submit their application. The second bit, which is really key, is making sure applicants can then build in access costs into their project proposals. And a key element of that is we look at the budget for access costs separately to project costs. Our response to equality and diversity shouldn't be reactionary. It should be something that we can predict and preempt so people don't face the barrier in the first place. I think it's really important that we co-design access and inclusion with communities that we want to engage with more. So we have a saying in England, we shouldn't do anything for disabled people without involving disabled people in the design and the decision making. And I think that's a really important principle. I am the head of arts and disability in the European Union region for the British Council. And I should explain that Abid, who we've heard from this morning, works for the Arts Council of England. And some people get that confused, very understandably. I work for the British Council, which is the UK's cultural relations organization, a little bit like the Goethe Institute. It really is time to act for mainstream arts organizations. I know you'll be hearing about this later, but there is such a creative opportunity to embrace artistic innovation. There is a unique generation of world-class disabled artists. And this is not a niche area of the cultural sector. It is an artistic imperative, but it's also a moral and political imperative to break down barriers of contemporary culture. And we may talk about this later, there is need for dedicated cultural policies and funding instruments to ensure barriers to participation in culture are removed. Was ist die Motivation, sich als eines der wenigen Häuser in Deutschland inklusiv zu öffnen? Ja, also ich glaube, von meiner Seite, ich komme ja aus dem Hora und hatte irgendwann das Gefühl, vielleicht müssen wir in die bestehenden Strukturen reingehen, um sie von innen zu ändern, um auch nachhaltig andere Strukturen zu schaffen. Weil die Erfahrung war auch in den Zusammenarbeiten vom Hora mit bestehenden Institutionen, dass wir uns meist den bestehenden Bedingungen von Strukturen angepasst haben. Und was eben auch schon benannt wurde, es braucht halt Arbeit mit Kollegen mit Beeinträchtigungen auch mehr Gelder, manchmal andere Zeiten. Und ich glaube auch, es gibt ganz viel tolle Arbeitspraxisen von den bestehenden Institutionen auch total viel lernen können. Das war so ein Schritt zu sagen, vielleicht muss man das jetzt nochmal anders angehen. Und in den Gesprächen mit Barbara Munde oder Hasselberg gab es auch das Gefühl, die wollen das auch angehen und sich auf einen Weg machen, wo es viele Hürden gibt und viele Unbekannten und auch wirklich nachhaltig dran arbeiten und nicht so, das ist jetzt gerade en vogue und jetzt sozusagen schreiben wir uns das auch noch auf die Flagge, sondern das Vertrauen, dass wir uns da auf den Weg machen. So. Und weil es einfach unfassbar viele tolle Künstler und Künstlerinnen Beeinträchtigungen gibt, die wenig oder gar nicht oder nur viel zu punktuell vorkommen. Sehen Sie denn die Möglichkeit, eine ganzheitliche Inklusion zu verwirklichen, indem man zum Beispiel das Konzept vom Arts Council als Modell nimmt? Wäre das denkbar für uns in Deutschland beziehungsweise in NRW? Es sind so einige Punkte, wo ich sagen würde,
das sollten wir viel stärker bei unserer Kulturförderung berücksichtigen, damit die eben halt auch inklusiver läuft. Diversität, Inklusion ist letztlich eine ungemein kreative Bereicherung des Prozesses. Und deshalb glaube ich, müssen auch die Förderprogramme so gestaltet werden, dass eben halt nicht der Eindruck entsteht, da gibt es irgendwelche Konkurrenzen, sondern es geht letztlich darum, das Ganze zu bereichern. Wenn wir über inklusiv reden, dann muss dieses Wort irgendwann wegfallen. Und dann muss ganz klar sein, dass es Ensemble gibt, mit oder ohne Behinderung, innerhalb des gesamten Spielbetriebs, innerhalb der Festivals und nicht von Konkurrenz zu reden. Also in dem Moment, wo ich darüber rede, habe ich schon wieder eine Exklusion. Wenn man jetzt rein theoretisch davon ausgehen würde, dass man pro Spielzeit eine Show weniger macht, eine Aufführung weniger macht, eine Produktion weniger macht, man könnte doch das eingesparte Geld dann vielleicht in die Inklusion investieren und das Ganze vielleicht auch ein bisschen zu entschleunigen, weil so ein Produktionsplan in der Spielzeit schon sehr straff ist. Und dann könnte man vielleicht auch die Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderung, die an den Häusern dann hoffentlich beschäftigt werden können, ein bisschen entschleunigen. Wäre das eine Möglichkeit? Es ist immer das Ding, wenn so die Sachen gegeneinander ausgespielt werden. Ja? Und ich bin dann doch auch am Ende des Tages irgendwie Künstler. Also ich komme ja aus der Regie und ich drehe durch, wenn man sagt, mach eine Produktion weniger oder als Intendant plan eine weniger. Ich finde halt interessant eigentlich, jetzt noch mal eher zu der Frage, wie können wir das öffnen? Wie können wir da sozusagen Zugänge schaffen? Da fände ich eigentlich interessant, mich dann auch noch mal mit Herrn Reitmeier sozusagen eingehender zu unterhalten, wo wir jetzt auch als Institution Schauspiel Köln dann auch in so Förderungsoptionen dann bekommen können. Ich frage dann jetzt aber trotzdem noch mal, Sie haben das gerade so interessant erzählt, Sie drehen durch, wenn es eine Produktion weniger gibt, weil Sie gerne die Vielfalt fördern und ne, vielfältige und unterschiedliche Produktionen gestalten. Aber die Vielfalt wäre ja auch gegeben, wenn Sie eben verschiedene Körperlichkeiten mit auf der Bühne oder im Hintergrund hätten. Und für mich ist immer noch die Frage, ich habe selbst an einer Produktion in Bochum mitgewirkt, mit meiner Performance Company. Der Zeitplan ist schon ganz schön straff, auch für die SchauspielerInnen ohne Behinderung. Also ich glaube, das könnte allen zugutekommen. Ja, also Entschleunigung ist sicher irgendwie ein Thema. Auch das, ne, das ist so, man merkt, das ist teilweise schon auch recht paradox. Ne? Also man versucht die Vielfalt zu erhöhen, möchte aber gleichzeitig auch sozusagen so eine Work-Life-Balance haben und so weiter. Es ist sozusagen alles richtig, aber es grenzt manchmal an die Quadratur des Kreises, sozusagen allen Bedürfnissen da nachzukommen, was aber auch irgendwie, was auch spannend ist. Ich wollte noch mal was zu der Frage, die du jetzt ja gestellt hattest, zu einer Produktion weniger. Ich schließe mich so ein bisschen an, dass man aufpassen muss, dass das eine nicht gegen das andere ausspielt. Aber ich glaube schon, weil Sie jetzt, Herr Bachmann, sagten, ja, man will ja viel, es geht um die Vielfalt in den Produktionen, aber ich würde sagen, es geht ja auch um eine Vielfalt der Arbeitsweisen und gewisse Arbeitsweisen brauchen ein anderes Tempo, brauchen vielleicht auch eine andere Ruhe. Und ich glaube, dann muss man, also würde ich ganz klar sagen, da Prioritäten setzen und genau, und deswegen glaube ich, ist das schon ein Weg, den man vermitteln kann. Und gleichzeitig ist es aber auch nochmal ganz deutlich und klar, dass generell Mittel erhöht werden müssen, um in Breitseite Veränderungen anzustreben. One of the things that worried me from the conversation we just had was this idea that we will do this if we get more money. At a moment we are about to enter a global recession, where it will take 10, 15 years before Germany's culture budget reaches 2.1 billion euros again. What does it have to take to enable 20% of the population to engage with culture? I mean, really, that I find incredibly pessimistic. And then when I hear that, I agree with Naila. I think we're going to be here in 40 years' time. Because certainly in the UK, we were here 40 years ago having this conversation. Was ich jetzt vorschlage, wäre,
zu diesen zwei, diese zwei Fragen, nämlich die nach der Qualität und die nach der Auslastung, ein bisschen auf die Seite zu schieben und eine andere Frage ins Zentrum zu setzen, nämlich die Frage der Relevanz. Relevanz als etwas Mehrdimensionales zu verstehen. Also davon auszugehen, dass man Relevanz in drei verschiedenen Dimensionen oder drei verschiedenen Registern verorten kann. Nämlich auf einer inhaltlichen Ebene, auf einer formalen Ebene und auf der Ebene von Produktion und Distribution. Ich glaube, das Wichtigste bei unserer aller Arbeit ist, dass wirklich SelbstvertreterInnen immer zugezogen werden. Also sei es bei den Produktionen, bei der Programmgestaltung, also in den Produktionen. Dieses Thema hatten wir heute gehört von Seite Hora zum Beispiel auch, die Autorenschaft, Michael hat es auch nochmals gesagt. Das Zweite ist auch in organisatorischen oder kuratorischen Abläufen, dass SelbstvertreterInnen immer mit einbezogen werden. Ich kann mich dem nur anschließen, genau das, was Isabella sagt, Expertin mit reinholen in künstlerische Prozesse, aber natürlich auch in die strukturellen Prozesse. Also wenn es jetzt auch gerade darum geht, wie müssen sich Häuser weiterentwickeln, wie müssen die sich öffnen, wie muss sich Politik verändern, wie müssen sich Förderstrukturen verändern, dort immer auf Augenhöhe mit Menschen mit Behinderung und vor allen Dingen Experten auch aus dem Feld, weil anders wird man die Strukturen nicht nachhaltig verändern können. Was wir versuchen ist, dass wir einen Antrag gestellt haben für eine Förderung, um eine blinde Person und eine taube Person bei uns fest anzustellen, erstmal für 2 Jahre, um gemeinsam mit diesen Expertinnen, in dem Fall sind es wirklich 2 Experten, diese App weiterzuentwickeln und die Expertise im Haus zu haben und eine Kontinuität herzustellen. Das ist ein spannender Prozess. Wir werden dann auch Gebärdensprachkurse nehmen, damit wir kommunizieren können. Ich freue mich drauf, wenn es klappt. Aber was mich eben schon interessiert hat, war sozusagen schon Aspekte meiner Körperlichkeit durchaus auch in der Arbeit mit Nichtbehinderten BerformerInnen fruchtbar zu machen. Inklusion als Mindset zu begreifen, wo die Strukturen komplett verändert werden müssen und als Querschnittsaufgabe von Kulturinstitutionen begriffen werden müssen. Also von Front of House bis zu den Produktionen, bis zum Publikum, bis zum Personal. Also es betrifft alle und es betrifft alles. Ich denke, auch tun ist wichtig und im Kleinen tun. Also bedeutet, wer immer mich danach fragt, wie man Inklusion vorwärts treiben kann, sage ich, ladet wirklich Fachexpertinnen mit Behinderung ein.